Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es wieder die aktuellen News. Und damit ihr nichts mehr verpasst, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Let's go! Es gibt ein neues Studio am Markt, und zwar das Polymath Anime. Und das hat jetzt bekannt gegeben, dass Shin-Chan weitergehen wird. Diese werden jetzt eben weiter synchronisiert etc. Das heißt, es kommen neue Folgen Shin-Chan. Also der kleine Poo-Woogie-Woogie-Man, der kommt wieder raus. Und das bedeutet für euch neue, geile Folgen von den kleinen Popo-wackelnden Jungen. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen traurig macht, ist, dass die Synchronsprecher leider nicht mehr dabei sind. Und somit müssen wir das ein bisschen auf neue Stimmen einstellen. Aber trotzdem sehr cool, dass es weitergeht. Habt ihr Bock drauf auf Shin-Chan? Habt ihr die alten Folgen gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Nachdem wir in der letzten Folge Fairy Tail mit drin hatten, und zwar die Box 6, wann die released wird, wurde jetzt erstmal bekannt gegeben, dass die fünfte Box sich etwas verzieht. Also die sollte eigentlich am 25. Januar rauskommen, hat sich jetzt aber ein bisschen verspätet, hat man bei Amazon gesehen. Und die kommen dann jetzt voraussichtlich am 5. Februar. Und dann kann es weitergehen. Mal gucken, ob dann die sechste auch noch pünktlich kommt oder ob die auch im Verzug ist. Aber ich würde sagen, gut Ding will Weile haben. Und die DVD 5 enthält Folge 99 bis 124. Wartet ihr schon sehnsüchtig drauf? Habt ihr es in eurem Warenkorb schon liegen? Oder habt ihr es denn schon irgendwie gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Weiter geht's. Oh mein Gott, was für eine schöne Nachricht. Und ich habe mich echt darüber schon selber voll gefreut. Da wir in der letzten Folge schon Dragon Ball Broly hatten und es darum ging, dass der sehr viel in Japan eingespielt hat, jetzt wurde auch in Deutschland bekannt gegeben, dass die Verkäufe immens hoch sind. Und somit auch Extra-Vorstellungen gezeigt werden. Es gibt jetzt zwei Kinos, die Extra-Vorstellungen machen. Also zwei Kinoreihen, die Extra-Vorstellungen machen. Und somit können noch mehr Karten verkauft werden. Noch mehr Leute können das im Kino sehen, weil der Ansturm anscheinend so gigantisch ist. Wie gesagt, ich bin im IMAX in Nürnberg. Ich freue mich da schon auf diese riesig große Leinwand. Und deswegen geil, dass ihr da so dabei seid und immer noch mehr, immer weiter. Das wird richtig geil. Wir zeigen den Leuten, dass es echt noch Sinn hat, hier in Deutschland Anime weiter zu verbreiten und größer zu machen. Ja! Leute, ein Thema, was, glaube ich, jeder schon gehypt ist, denn jetzt bald kommt Kingdom Hearts 3 raus und ja, nach den, wie viel waren es jetzt, 12 Jahre oder sowas? Es ist einfach so geil, jetzt den nächsten Teil zu sehen. Anlässlich zum baldigen Release kam jetzt nochmal auf der offiziellen Seite ein neuer Trailer raus. Den könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Richtig geil. Ja. Hype, Hype, Hype. Seid ihr auch schon gehypt? Schreibt es in die Kommentare, Mann. Sora, Donald und Goofy. Ja! Und Rico. Leute, eine echt komische News. Also ein Anime, den ich mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen kann. Und zwar, es gibt ein Sony-Maskottchen. Dieses hat eine Manga bekommen in der wöchentlich, wenn ich mir jetzt nicht irre, erscheinenden Korokoro Comics. Und dort sind verschiedene Manga, so wie bei der Shonen Jump drin. Das bedeutet zum Beispiel dieser Manga oder Duel Masters, glaube ich, kommt auch noch aus der Riege, so mit dieser, aus diesem Verlag. Und Leute, das bekommt jetzt eine Anime-Adaption. Unser kleiner Freund heißt Gojiro und ich habe keine Ahnung, was er jetzt eigentlich macht in seinen Mangas. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Aber ja, es kommt eine Anime-Adaption raus. Das Ganze ist ein Maskottchen, nicht nur von Sony, sondern von Sony Music, Sony selber, von dem Verlag, also von mehreren zusammen. Dafür steht es. Und ja, wie gesagt, jetzt erwarten wir das Anime. Ich bin einfach mal gespannt. Ich glaube, der soll jetzt im Februar dann schon anlaufen. Und deswegen, ja, gebt dir eine Chance. Ich bin gespannt. Ich bin eh vor der Sony-Fanboy. Seid ihr Sony-Fanboys oder Girls? Schreibt es in die Kommentare. Sony oder Xbox, das ist halt immer so die Frage, Leute. Welcher Anime hat meiner Meinung nach den größten Fanzuwachs? Ich glaube, das ist die komplette Fate-Reihe. Das war irgendwie vor 3 Jahren noch so total unbekannt oder vor 2 und mittlerweile ist das so gehypt und es gibt so viele Fans und so viele Sachen, die auch von den Machern kommen, wie jetzt zum Beispiel der letzte Anime mit Encore, der auf Netflix erschienen ist und jetzt gibt es ja was Neues. Jeder, der ein Android-Handy besitzt, geht jetzt dann am besten auf den APK-Link zu Grand Order von Fate, denn das ist das neueste Handy-Game, das jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, aber dazu werden ja die neuen Anime-Adaptionen gemacht. Also es gab jetzt schon einen Film und jetzt gibt es wieder einen neuen Film bald. Dazu ist ein neues Novel erschienen, das zeige ich jetzt mal hier. Und ja, Leute, Fate, Grand Order, ich weiß auch nicht, ich habe es schon mal installiert und gespielt und ich habe es noch nicht so ganz geblickt, aber ich glaube, es wird sich in nächster Zeit sehr viel um das Spiel drehen, deswegen für jeden Fate-Fan, zockt das mal. Meine Frage dazu, habt ihr das Spiel schon gespielt? Kennt ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht hilft euch ein anderer Fan auch mal mit der APK dazu, falls ihr es nicht findet. Also nicht, dass das jetzt, soweit ich weiß, illegal wäre, bloß weil es nicht im Shop drin ist.
Wir hatten ja vorhin schon mal diesen Sony-Partner Kurokuro Comics sozusagen. Diese haben jetzt auch einen weiteren neuen Anime angekündigt, also dass eine neue Adaption aus den Comics entsteht. Und zwar Duel Masters. Kennt jemand von euch noch Duel Masters? Ich habe es leider nie angeschaut. Ich kenne es, aber ich habe es nicht verstanden, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Aber es kommt eine neue Serie raus. Die startet ab dem 1. April im japanischen Fernsehen und wird ja dann wahrscheinlich früher oder später auch hier mal rüberschwappen. Weil ich glaube, so unbeliebt war das hier eigentlich gar nicht. Wer sich die alten Folgen anschauen will, kann einfach mal bei KC vorbeigucken. Die haben das zum Beispiel als Disc-Version oder Amazon Prime. Kennt ihr Duel Masters? Spielt ihr Duel Masters? Oder mögt ihr überhaupt Duel Masters? Schreibt es mir in die Kommentare und empfiehlt mir, ob ich mir das mal geben soll. Und eine News, die mir übelst gefällt, denn ich kann einfach nur dafür sein, dass jeder diesen Film gesehen hat. Your Name kommt bald auf Netflix. Nachdem dieser wirklich geile Anime komplett alle Rekorde, glaube ich, mitgebrochen hat an der Kinokasse, J.J. Abrams sich die Rechte daran für die Realverfilmung gekauft hat. Ja, ich bin auch gespannt. Und auch der DVD- und Blu-ray-Verkauf echt nicht schlecht gelaufen ist, soviel ich weiß. Also zumindest ich habe mir direkt mal die Limited Edition gekauft und das soll schon was heißen. Und der auch noch am 24. Dezember als Highlight in ProSieben Max gelaufen ist, denke ich, dass jeder das gesehen hat. Aber natürlich ist es nicht so, dass jeder das schon gesehen hat und es gibt sehr viele, die noch nicht Your Name angeschaut haben und dementsprechend freue ich mich, dass jetzt bald ab 1. Februar jeder Netflix-Nutzer diesen Anime anschauen kann und es ist einfach so geil. Schaut ihn euch auf Deutsch an. Es ist wirklich eine richtig genial geile Synchro, muss ich sagen, oder auch natürlich original mit Untertitel ist auch richtig geil, also Serie immer Hammer. Aber da muss man wirklich auch das Synchronstudio loben, das ist richtig gut geworden. Den Film könnt ihr auch mal euren Eltern zeigen, wenn ihr wollt. Das kann man sich echt mal geben. Und hier mal eine kleine Empfehlung. Schaut ja mal auf das Profil von meinem Kumpel Dirk auf Instagram. Denn dieser hat das Bild von Your Name direkt nachgestellt am Zuckerschrein, wenn ich mir nicht irre, wenn der so heißt. Schaut da mal hin, lasst mal ein Like da und lasst mal einen Kommentar da, dass ihr von hier kommt. Leute, ich hoffe, es war mal wieder sehr informativ für euch, damit ihr nichts mehr verpasst. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren. Und lasst einen Daumen nach oben da, damit ihr noch mehr News bekommt, immer mehr. Denn es gibt irgendwie echt viel zu berichten, nachdem ich mich jetzt mit der Thematik News beschäftigt habe. Dementsprechend vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und vergesst nicht, in die Kommentare eure Meinungen reinzuschreiben. Wir sehen uns, wann immer es nötig ist. Sayonara, ciao!